Ich gewinne alle meine Kunden über Instagram. Alle schreiben mich dort an und dort bekomme ich auch meine Empfehlungen und auch neue Leute, die schreiben mich dann darüber an und das ist so meine Hauptanfragenquelle. Was anderes funktioniert nicht, ich mache nur das. Wenn dir das bekannt vorkommt und das vielleicht auch bei dir so aktuell ist, dann will ich mal in diesem Video damit ein bisschen aufräumen. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Weil das natürlich bei den meisten der einzige Weg ist, der stark ausgebaut wird und bei vielen auch die einzige Kontaktmöglichkeit ist. Ja? Viele haben gar nicht eine Webseite oder eine ordentlich aufgebaute Webseite, das heißt, die liegt natürlich irgendwo auf dem Server rum, aber wenn die jetzt, sage ich mal, über Google nicht gut gefunden wird oder die nicht regelmäßig ausgestrahlt wird durch Werbung, wie sollen Leute darüber aufmerksam gemacht werden, dass es diese Webseite überhaupt gibt? Ja, das heißt, wenn kaum Leute natürlich auf die Webseite kommen, kein Wunder, dass über die Webseite natürlich keine Anfragen kommen. Wie sollen sonst Kunden auf dich zu dir kommen? So, das sind wahrscheinlich die einzigen Möglichkeiten. Und natürlich kommen ja deine aktuellen Anfragen dann dementsprechend über Instagram. Weil das ist ja der einzige Weg, wie die Leute mit dir in Kontakt treten können. Klar, es gibt noch irgendwelche Online-Plattformen wie eBay, Trust Local und was weiß ich nicht, was da draußen gibt. Davon halte ich relativ wenig, weil das so eine Vergleichsplattform dann letztendlich ist. Da sind ja ganz viele verschiedene Anbieter und dann geht es halt letzten Endes nur um den Preis, wer ist der günstigste, und du möchtest natürlich nicht die Kunden anziehen, wo es dann letztendlich nur darum geht, ja, wer ist der günstigste und was ist der günstige Preis. Ja, das kann mal am Anfang auch Sinn machen, um auch erstmal reinzuschnuppern, und vielleicht gibt es auch mal ab und zu mal einen guten Kunden, aber generell ist das eher, ja, eine Abwärtsspirale, weil alles zu teuer und die Leute sagen, das Angebot passt halt nicht. Das ist relativ oft der Fall. Nochmal zurück zu Instagram. So, das Problem dabei ist jetzt, dass viele Leute sich verrennen und regelmäßig Sachen bei Instagram posten. Ja, es ist nicht schlimm, wenn du ab und zu mal was postest, bloß das Hauptproblem ist, viele wollen die ganze Zeit posten, das täglich, wöchentlich, um natürlich dadurch organisch Reichweite zu bekommen, um dadurch ihre Kunden zu gewinnen. Und jetzt dieser falsche Gedanke zu sagen, ja, aber darüber kommen ja auch meine Anfragen. Ja klar, wenn du keine andere Möglichkeit hast, dass die Leute dich kontaktieren können, außer über Instagram, dann geht es halt auch nicht anders. So. Und natürlich werden Leute, die ich weiterempfehlen, sagen, hey, schau dir mal seine Sachen an, gib einfach bei Instagram mal seinen Namen ein, dann kannst du ihn kontaktieren. Dann ist das halt aktuell der Weg, wie deine Leute sich finden und dich dann dementsprechend anschreiben. Letztendlich natürlich sind auch diese Anfragen sehr, sehr hochwertig, weil das sind alles Empfehlungen. Und Empfehlungen lieben wir alle. Empfehlung ist Abschluss zu 99%. Warum? Der dich empfohlen hat, hat dir ja schon die meiste Arbeit abgenommen. Der hat gesagt, hey, die Zusammenarbeit war klasse, die haben Vertrauen gegeben, die haben schon über den Preis gesprochen, was hab ich bezahlt, das wirst du wahrscheinlich bezahlen, wenn du auch das Gleiche hast wie ich. Wie waren die Fotos, wie waren die Videos am Ende, wie war der Service? Das alles passiert ja schon, bevor die Person eine Anfrage bei dir stellt. Das heißt, das meiste Verkäuferische hat doch die Person, die Empfehlung, die dir weitergegeben hat, schon abgenommen. Wir alle lieben Empfehlungen, aber das ist in keinster Weise in irgendeiner Form planbar. Ja, und wenn du ein Geschäft aufbauen willst, ein gute Selbstständigkeit, dann ist Empfehlung, auf allein auf Empfehlung zu hoffen, schädlich, weil du weißt nicht, wann kommt die nächste Empfehlung. Die sind nice to have, ja, und wir lieben alle Empfehlungen, aber das sollte immer so oben drauf sein. Ja, das sollte immer cool, wenn es kommt, aber du solltest natürlich einen Prozess haben, wie du regelmäßig eigene Anfragen gewinnen kannst. Und dazu ist zum Beispiel ein guter Weg das Thema Online-Marketing. Ja, wie das bringen wir unseren Kunden bei, dass wir denen zeigen, wie schaltet man online richtig Werbung, dass die Leute richtig sehen, okay, Brautpaar, gerade in Hochzeitsvorbereitung, zack, sieht es eine Werbung von dir und weiß, ah, okay, Hochzeitsfotograf, Bilder passen gut, ich stelle eine Anfrage. Und das Erschreckende ist, wir haben sehr, sehr, sehr viele Kunden, wo wir dann natürlich auch schauen, okay, die schicken mir einmal die Woche dann auch immer so eine Übersicht, woher kamen die Anfragen. So, und du würdest dich wundern, also alle, die bei mir drin sind, gewinnen A, mehr Anfragen über die Werbung, das ist erstmal Punkt Nummer 1, und Empfehlungen kommen nahezu sehr, sehr wenig. Also weißt du, was ich, vielleicht eine die Woche, zwei die Woche, wenn es mal hochkommt, und dann auch mal Wochen, wo wirklich 0, 0, 0, 0, 0 Anfragen über Empfehlungen. Und viele bauen das gesamte Geschäft erst mit mir richtig auf, durch unsere Strategien, dass sie online ihre Anfragen gewinnen. Ansonsten wäre das ganze Geschäft überhaupt nicht tragbar.
Das ist erschreckend zu sehen, dass natürlich, also wir lieben alle Empfehlungen, aber es ist in keinster Form planbar, damit ein ordentliches Geschäft aufzubauen, dass man davon auch langfristig und gut leben kann. Und das möchte ich dir in diesem Video einfach sagen. Vertrau nicht nur A auf Empfehlungen und B, glaubt nicht nur, dass dieses Instagram-Ding das ist, was du ausbauen musst. Also glaub nicht, dass du sagst, okay, ich poste jetzt einfach noch mehr Leute und noch mehr Bilder bei Instagram und dann kriege ich noch mehr Reichweite und kriege noch mehr Kunden, weil das wird so in der Form nicht passieren. Die Leute, die ja regelmäßig dann folgen werden auf Instagram, sind eher dann eher auch Gleichgesinnte, das heißt auch Fotografen, auch Filmemacher, die deine Arbeit cool finden. Ja, und gerade auch die organische Reichweite hat ja auch sehr stark abgenommen, dass wenn du Sachen postest und dass das viele Leute A sehen und B die richtigen Leute sehen. Ja, weil wenn du Hochzeitsfotograf bist und postest regelmäßig neue Hochzeitsbilder, da sieht das in der Regel erstmal kein neues Hochzeitspaar. Ja, das sieht erstmal deine Freunde und Familie, die bei Instagram dir folgen. Das sehen alte Brautpaare, die dir vielleicht folgen. Und das sehen andere Fotografen und Filmemacher, die sagen, hey, das ist cool, mal schauen, was er macht und so weiter und so fort. Dadurch wirst du nicht regelmäßig neue Kunden gewinnen. Aber es ist sehr viel Arbeit, neue Texte auszudenken, sehr viel Arbeit, die Bilder passend für Instagram zu machen, zu gucken, passt das zu meinem Design gerade, das neue Bild, was ich gepostet habe, passt das zu den anderen Sachen, ist es das, was ich ausdrücken möchte. Damit verrennen sehr, sehr viele und machen halt ihre Zeit, die sie da investieren, einfach, das verpufft, das geht einfach weg. Ich packe dir auch nochmal hier ein sehr, sehr wichtiges Video hin. Das einzige Video, das du als Fotograf oder Filmemacher wissen musst, da gehe ich noch speziell auf diese organische Reichweite ein. Nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Blogartikel, YouTube, Podcast und alles Mögliche, was die Leute da draußen falsch machen. Schau dir das unbedingt an. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und jetzt nochmal zum Gedankenspiel. Und dass du dir jetzt auch mal vor Augen führst. Überleg dir mal, wie lange machst du das schon? Ja, wie lange machst du das schon, dass du regelmäßig Sachen postest? Wie lange machst du das schon, dass du versuchst, darüber regelmäßig Kundenanfragen zu gewinnen? Und du merkst doch schon, dass es seit Monaten, seit Jahren nicht fruchtet. Es wird sich auch nicht bessern. Egal, wie lange du das weiterführst. Es wird nicht der Tag kommen, wo das viral geht und du sagst, oh, jetzt kommen die Anfragen weiter rein. Und klar siehst du so ein paar Leute online, wo du denkst, oh, die haben geile Bilder und das sieht online gut aus und die haben regelmäßig Anfragen und Kunden. Du weißt nicht, ob diese Kunden regelmäßig über diese Instagram-Postings kommen. Vielleicht schalten die ja auch Online-Werbung oder haben andere Kooperationen mit irgendwelchen anderen Firmen. Das weißt du A nicht. Und es gibt keinen Fotografen, Filmemacher, den ich kenne. Keinen. Wir haben aktuell schon mit über 400 fest zusammengearbeitet. Wir kennen noch weitaus mehr, die wir nicht in der festen Zusammenarbeit haben, mit denen wir schon gesprochen haben. Es gibt keinen, der regelmäßig nur durch Instagram-Postings seine Anfragen gewinnt und davon gut leben kann. Nicht einen. Und du wirst mit Sicherheit auch sehr viele von deinen Fotografenkollegen kennen, wo du siehst, okay, die posten regelmäßig Sachen was und haben kaum bis keine Anfragen. Verrenn dich da nicht, mach dir da wirklich nicht die Zeit kaputt, dass du die ganze Zeit da irgendwelche Sachen postest, weil das würde dich nicht voranbringen. Selbst wenn du von dem einen Tag auf den anderen Tag aufhörst, Sachen zu posten regelmäßig, wirst du darüber trotzdem über diesen Kanal weiterhin deine Anfragen viele gewinnen. Warum? Weil die Leute sehen das ja nicht durch die regelmäßigen Postings, dass sie neu auf dich aufmerksam werden, sondern die Empfehlungen werden weiterhin so kommen. Ja, weil du hast ja schon Brautpaare glücklich gemacht, du hast ja schon Business-Shootings gemacht, Werbeshootings gemacht, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist. Und diese Leute stehen ja weiterhin in Kontakt mit ihrer Bubble, mit ihren Leuten. Das heißt, wenn da der Trauzeuge oder eine Freundin auch bald heiratet, dann fragen die natürlich auch, hey, bei wem hast du geshootet? Fotograf XY, schau mal, gib mal ein. Findest du über Instagram, hatten wir damals Kontakt und natürlich schreiben die dann wieder über Instagram an, weil das ist ja die Kontaktmöglichkeit, die du denen anbietest. Ja, deswegen kommt ja diese Anfrage darüber. Ob du davor jetzt zweimal die Woche jetzt regelmäßig was gepostet hast oder ob du jetzt alle drei, vier Tage was gepostet hast, ist vollkommen egal. Die werden so oder so die Anfrage stellen und du hast mit Sicherheit genug Portfolio auf Instagram. Ja, man sollte schon mal ein bisschen was vorweisen. Klar, das ist auch gut, aber du musst nicht, wie gesagt, täglich oder zwei, dreimal die Woche da was posten, damit darüber die Anfrage kommt. Wenn die Empfehlung nicht weiterempfiehlt, dann wird diese Empfehlung dir auch eine Anfrage stellen darüber. Das einfach mal zur Erklärung. Wer natürlich dann auch ordentlich vorankommen will, wenn es bei dir auch so ist, dass du ein, zwei Anfragen über Empfehlungen die Woche mal bekommst und dann auch mal regelmäßig wöchentlich gar nichts und gar nicht eine Empfehlung bekommst, dann trage ich dir sehr gerne bei uns ein. So kommen auch sehr viele zu uns, die einfach diese Hilfe brauchen,
online regelmäßig Kunden anfragen. So, wir zeigen dir sehr gerne, wie das funktioniert unter www.admin-rize.de. Freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis dann!